Hallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Wandering Village. Ja, wir befinden uns immer noch auf unserem Onbu, der gerade unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, wohin. Ach, hier, guck mal, hier sind richtig schön viele Onbu-Futterstelle. Wir haben eine Stelle mit frischer Nahrung für Onbu gefunden. Oh, ich hoffe, Onbu hält auch an und frisst einfach von selber. Ich bin mir nicht sicher, ob Onbu wirklich so schlau ist und das kann. Weil aktuell bauen wir zwar was an für Onbu, weil er mag anscheinend total gerne Pilze. Ja, aber das ist halt immer so die Sache. Salzwasser kann in einem Verdampfer verarbeitet werden, um Wasser und Salz zu erzeugen. Nee, das brauchen wir gar nicht. Das ist ganz gut. Oh, Produktion. Okay, sehr gut. Ja, die Sache ist halt immer, das muss ja auch alles irgendwo seine Richtigkeit haben. Und ich glaube, wir haben hier absolut nicht so gearbeitet, dass wir hier genügend Platz haben für alles. Wenn ich so bedenke. Guck mal hier. Ist nichts zwischen. Ach, Mist. Ja, gut. So, ändert sich jetzt das die Stimmung so? Das gefällt mir hier nicht, Onbu. Wo willst du hin? Was ist das für ein Gebiet? Achso, weil das hier. Achso, das war Wüste höchstwahrscheinlich. Denke ich mal, weiß ich nicht. Und das hier wird wahrscheinlich irgendwie so Grüngebiet sein. Aber keine Vergiftung, das ist sehr gut. Das ist auch feucht hier drin. Oh, das ist sehr gut. Wir können Wasser ohne Ende sammeln jetzt gerade. Das Problem ist nur, hier können wir nur 100 Wasser reinmachen. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Weil ich würde gerne noch mehr Wasser da reinmachen. Aber gut, insgesamt haben wir nachher 130, weil hier können wir auch noch 30 Einheiten speichern. Hier können wir 100 einspeichern. Wieso kann man das hier nicht einfach ausschalten, dass man Salzwasser sparen, also sammeln kann? Oder dass man sich für eins der beiden entscheiden kann? Hm. Weil wenn Platz für 100 mal Salzwasser ist, ist auch Platz für 100 mal nochmal Süßwasser. Würde ich so behaupten. Gut. Also, Onbu, was sagst du dazu? Onbu ist auf dem besten Weg zur Futterstelle. Das gefällt mir. Ich weiß jetzt noch nicht, wie spät ist denn das? Was ist ein Uhr? Das heißt, wir müssten jetzt bald wirklich Tag bekommen. Schlafen die auch eigentlich mal, hier unsere Bewohner? Ah, was ist das? Onbu Müdigkeit, Onbu legt sich schlafen. Oh. Ich bin. Okay. Hm. Onbu ist müde. Onbu muss sich ein bisschen ausruhen. Bei 86% Müdigkeit ist das auch in Ordnung. Der hat uns jetzt quasi eine ganze Woche durch die Gegend getragen. Ja, ist ja gut. Ist das hier der richtige Ort zum Schlafen, Onbu? Hast du dir das vorher ausgesucht? Onbu gehend. Ja, das haben wir mitbekommen. Onbu hat sehr laut gegähnt, ja. Onbu hat aber auch langsam Hunger. Aber das Gute ist, dass er sich halt gerade nicht vergiftet. Das wäre ansonsten auch ein bisschen doof, glaube ich. Ansonsten müssten wir ihm einen Energy Drink geben und dann, ja, dann wäre das hoffentlich wieder in Gang gekommen. So, ich glaube, diese Ressource ist schlecht. Okay. Sieht auch im Weiten so aus. Guck mal, wenn man das so sieht. Das ist ein bisschen aus, als wenn da so eine dunkelgrüne Giftschwade hoch. Stinkschwade hoch steigt. Aber nein. Zum Glück nicht. So. Das haben wir alles gebaut. Aber da haben wir nicht gebaut, aber den das Forschungsgebäude. So, da sind die ordentlich dabei. Kann ich da eigentlich auch noch mehr? Ah, okay. Ist schon bei 15. Also bei 2 Leuten. Alles klar. Die forschen gerade die Küche. So, jetzt überlege ich. Ob es Sinn macht, einen Arbeiterposten zu bauen. Oder halt nicht. Ne? Ich glaube, ich baue einfach mal einen. Einfach mal zum Gucken, was wir damit machen können. So, die Küche müssen wir auch nachher noch bauen. Mal spannend, was ist das Brot? Mehl. Weizen, gegrillter Fisch, Fisch, schwarzer Pudding, gegrillte Tomate. Polenta, Pilzeintopf, Rübensuppe, Bärenmüsli. Das könnten wir nachher alles machen. Bärenmüsli und Pilzeintopf auf jeden Fall. Und vielleicht auch irgendwas, achso, und Rüben.
Suppe war das, glaube ich, ne? So, Tag 9. Und Onbu schläft immer noch. Müdigkeit bei 63%, okay. Das ist gut. Eigentlich ist das ganz gut, dass Onbu hier, sich hier hat schlafen gelegt. Oder sich hier schlafen. Weil hier farben wir auf jeden Fall ordentlich Wasser gerade. Das ist sehr gut. Wie viel Wasser haben wir denn gerade? 64 Einheiten. Das ist sehr gut. Ja, es geht eine Menge flöten hier für Farmerei. Hier auch. Aber gut, das ist halt so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon Sinn macht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Ressourcen können wir uns noch sparen. Das macht vielleicht Sinn. Ja, aber ich glaube, das lassen wir auch erstmal die Kräuter lesen, ne? Oha, wähle deine nächste Forschung. Wähle eine der beiden empfohlenen Technologien oder öffne den Forschungsbaum, um mehr Optionen zur Auswahl zu haben. Kundschafterhütte erlaubt dir, Kundschafter loszuschicken, um seltene Ressourcen und neue Dorfbewohner zu finden. Finde ich sehr gut. Machen wir mal. Gift ist im Moment noch nicht unser Problem, zum Glück. Und ich glaube, das dauert auch noch mal ein, zwei Tage, bis Onbu wieder aufsteht. Aus seinem kleinen Winterschlaf, den er gerade hält. Oder auch Sommerschlaf, weil ist es eigentlich warm, ne? Oder eine Anomalie. Sehr gut. Was haben wir eigentlich gerade, was haben wir denn noch gerade erforscht gehabt? Die Küche, ja genau. Steinplatte, Holzblatt, ja gut, jetzt müssen wir sie doch bauen. Okay, den Steinmetz. Wo bauen wir den? Machen wir den hier an der Seite? Ja, würde ich sagen. Und den Zimmermann ebenso. Und dann würde ich sagen... Oder warte mal. Wir machen den Trampelpfad hier. Und machen da dann den, wobei ich glaube, wir müssen nachher noch mehr von dem Wassertank machen. Aber das, gut, kommt dann höchstwahrscheinlich später. Ich würde hier, glaube ich, ganz gerne den Steinmetz und den Zimmermann hinsetzen. Ist das der Steinmetz? Ja. Und der Zimmermann, sehr gut. Konnten wir den überhaupt bauen? Ja, warum auch immer. Weil wie viel haben wir denn eigentlich? Ach, 36 mal Holz und 48 mal Stein, okay. Bisschen Stein kommt jetzt noch dazu. Dann bin ich gespannt. Ich hätte halt ganz gerne, eigentlich auch, Ressourcen, genau. Ich hätte ganz gerne irgendwie ein Holzfällerlager oder sowas. Aber ich glaube, das wird so schnell nicht kommen. Ne? Das ist wahrscheinlich das Problem. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß auch nicht, ob wir Glück mit unserem Onbu haben oder nicht, weil ich denke mal, das wird zufallsgeneriert sein. Auch wie viel Grün du auf deinem Onbu hast und wie viel Braun und so, also wie viel Erde und wie viel Rasen. Vermute ich. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Das ist jetzt kein Wissen, sondern ein gefährliches Halbwissen sozusagen. Ja, okay. Was ist das jetzt? Das ist der Zimmermann. Okay, sehr gut. Ja, genau, da reicht auch, glaube ich, einer. Das ist ganz gut so. Wir haben noch mal ein bisschen die Leute losgeschickt, um Holz zu sammeln. Vorne, genau. Ja, wird langsam das ist ganz schön wenig Holz, was wir hier auf Onbu haben. Ich bin da mal so ein bisschen geizig mit dem Holz. Aber die Sache ist halt, wir brauchen es gerade, weil wir unbedingt die Küche bauen müssen. Ne? Ich überlege auch, Onbu muss ja irgendwann was fressen. Guck mal, der hat jetzt hier 32% Hunger. Das heißt, er muss auf jeden Fall bald was fressen. Ich frage mich, wie wir ihm was zu essen geben können. Vielleicht können wir auch mal diesen Pilz hier noch abernten. Pilze können die aber, glaube ich, auch essen, ne? Machen sie aber selten, glaube ich. Weil die sind wahrscheinlich eher dem Onbu vorbehalten.
Wobei, der ist auch nicht hier eingelagert. Wo ist denn der sonst eingelagert? Hier? Ja, tatsächlich. Pilz. Ja, zwei Holzbretter haben wir schon und zwei Steinplatten haben wir schon. Wie viel brauchen wir eigentlich? Ich weiß das gerade nicht. Da, 10 und 10, okay. Ja, alles klar. Wir haben 2 und 2. Ach, guck mal, Ambu steht auf. Ab geht die wilde Reise, ab geht die wilde Fahrt. Wir brauchen 10 und 10. Das heißt, das wird doch ordentlich was werden. Also das wird noch ordentlich dauern. Ist aber hier wahrscheinlich auch zwischengelagert. Ne? Was ist das? Heilpilz. Ein empfindlicher Pilz mit Heilkräften. Klicke hier, um die Lagerung zu deaktivieren. Nö, das ist okay. Settingen das Ombufutter. Ah, schon ungefähr. Pilz kann ein Ombuf verfüttert werden, um etwas Hunger zu stillen. Nur Verstopfungsmittel verringert die Verdauungsgeschwindigkeit von Ombu, sodass weniger häufig Stuhlgang hat. Oho. Ombu Apfelmittel? An diesem Ort gibt es etwas frische Nahrung für Ombu. Ja, ja, das ist doch gar nicht so verkehrt. Wird benötigt, um Ombu Befehle zu geben, ob es diesen folgt, hängt von seinem Vertrauen ab. Erlaubt dir, auf der Weltkarte auf Kreuzung zu klicken und zu entscheiden, wohin du gehen willst. Auch nicht verkehrt. Ombu, genau, ich wollte gerade sagen, fress doch mal in Ruhe was. Guck mal, sehr gut. Und wo ist? Ja, das soll er auch ruhig machen. Das hat er sich verdient. Soll er sich mal ein paar hübsche, nette Pilze gönnen. Wenn er sie so gerne mag, ist das vollkommen. So. Das hat aber ordentlich, also es hat wirklich den kompletten, okay. Er hat auch die kompletten Pilze aufgefressen, aber es hat auch den kompletten Hunger runtergehauen. Sehr gut, wir sind jetzt bei 0% Hunger von Ombu. Das gefällt mir. Ah. Tag 12. Ombu geht. Okay, das ist wirklich. Ja, okay. Seine Tätigkeiten sind völlig getrackt. Wir haben den völligen Überblick, was er macht und tut. So. Ich würde jetzt gerne vielleicht mal die Leute ein bisschen erhöhen. Ah, wir haben nicht mehr genug Leute. Ah, okay, okay, alles klar. Ja, doof. Ah, das ist der Vorscheuler gewesen gerade, okay. Ich habe mich gerade gewundert, wer ist das denn? Warte mal, wir haben ja jetzt hier den Arbeiterposten, ne? Generalist. Verwaltet Dorfbewohner und spezialisiert sie als Transportämter und Bauarbeiter. Angestellte in diesem Gebäude erhalten einen kleinen Geschwindigkeitsbonus. Bauarbeiter, Transporter, Ernter, Generalist. Was heißt denn Generalist? So, wir haben auf jeden Fall jetzt 8 Bretter, 8 Platten. Das dauert nicht mehr lange und dann haben wir hoffentlich die 10 zusammen. Ah, 10 Bretter haben wir auf jeden Fall schon mal. Und ich hätte auch gerne 10 Platten. Also so ist das ja nicht. Ich würde jetzt das, glaube ich, ganz gerne einmal die 5. Und jetzt sind es wieder 8. Wahrscheinlich, weil die wieder ein paar Bäume geerntet haben. Ich würde das, glaube ich, ganz gerne pausieren. So. Wir bauen hier einmal die Küche hin. Zehn Steinplatten, 4 Holzbretter, ja, aber die brauchen jetzt hier die ganzen Ressourcen, ne? Das ist das halt. Holzbretter, wir haben jetzt nur noch 2. Achso, okay, war unterwegs, alles klar. Die Rüben sind auch ganz gut dabei. Sehr gut.
Es ist auch schön feucht hier. Das heißt, wir müssen die Felder höchstwahrscheinlich nicht bewässern, würde ich sagen. Ne? Temperatur ist perfekt. Anbau und Ernte. Was ist das jetzt? Nur Anbau? Nur Ernte. Okay, nee, Anbau und Ernte ist schon ganz gut so. Das ist schon okay. Wie sieht das hier aus? Wie viele haben wir hier? 2 eingesetzt. Okay, das reicht. So. Und dann haben wir die Küche. Das finde ich ganz gut. Ah, guck mal, die bauen ganz schnell. Sehr gut. So, Bärenmüsli können wir machen. Rübensuppe. Pilzeintopf. Ich würde sagen, wir machen als erstes vielleicht einen Pilzeintopf. Ist gar nicht so verkehrt. Wobei, das ist effizienter, ne? Wir haben genug Rüben. Wir machen das. So, Kaktusanbau. Lerne, wie man Kakteen pflanzt und erntet. Kakteen sind eine alternative Wasserquelle. Oh, in heißen Gebieten. Gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ich würde als erstes den Dorfarzt machen. Weil im Moment sieht das noch ganz gut aus, da wo wir gerade unterwegs sind. Aha, warte mal. Ich weiß nicht, wie schnell die sind. Wir haben ja gerade hier irgendwas freigeschaltet. Wahrscheinlich da. Hornbläser. Nein, wir haben nicht genügend Ressourcen. Oh Mann, oh. Die Bäume wachsen nach. Das ist gut zu wissen. Ja, wir können Onbu leider noch nicht sagen, wo er lang soll. Aber rechts oder links lang soll. Doof. Schrein. Aber gut, ich glaube, das ist auch im Endeffekt im Moment noch ziemlich egal. Das wird schon irgendwie, denke ich mal. Hoffe ich mal. So, die Pilze hat irgendwer schon auf jeden Fall geerntet, aber einfach liegen lassen. Auch gut. Kann man ja mal machen, ne? Pilze haben wir, glaube ich, aber auch ganz gut, ne? 76 Pilze. Ja. Rübensuppe wird gekocht. Mhm. Und da gibt es lecker, genau, die Rübensuppe. Wie viel haben wir? Gar nichts. Okay, weil die Leute wahrscheinlich als erstes die Rübensuppe essen. Und dann die Rüben, ne? Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ach so, nee, das ist hier alles noch gelagert anscheinend. Ach, sie holen sich das direkt aus der Küche, ja, warum auch nicht, ne? Gerade noch beim Kochen einmal ein bisschen naschen. Wer kennt das nicht? Ah. Umbu scheint sich unsicher zu sein, welchen Weg es an den nächsten Kreuzung einschlagen soll. Küche wurde errichtet, Hornbläser wurde erforscht. Ja. Glaube ich. Das Problem ist nur, wir haben nicht genügend Ressourcen für Onbu. Ich würde, glaube ich, ganz gerne jetzt mal hier den deaktivieren. Ich mache das gleich, während der Steinmetz hier... Zack. So, und der auch hier. Zack. So, die beiden werden jetzt erstmal blockiert, weil wir haben 8 Bretter und 4 Steinplatten. Das muss erstmal reichen. Theoretisch haben... Ach nö, haben wir nicht mehr. Und hier wird garantiert nichts im Lager sein, ne? Nee. Oh, was ist das? Onbu Schlafplatz. Wir haben einen bequemen Schlafplatz für Onbu gefunden. Frei von jeglichem Gift. Oh, da muss Onbu auch wirklich dringend schlafen. Also, er ist gar nicht gerade ausgegangen, sondern links. Ja, okay. Dann kann er sich da gerne ein bisschen schlafen legen. Was soll er machen? So, Kakteenanbau. Lerne, wie du einfache... Nee, Gartenanbau. Lerne, wie du einfache Dekorationen bauen kannst, um die Bewohner angrenzend also glücklich zu machen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Kakteen. Erstmal das Wichtigste. Und das ist Wasser und Essen. Und dann halt auch vielleicht noch die medizinische Versorgung. Hornbläser. So, das ist wichtig. Guck mal, hier hinten können wir das auch gar nicht hinbauen. Okay, alles klar. Nee, ich glaube, ich würde das, glaube ich, ganz gerne so hier so hinbauen. Direkt über Onbus Kopf quasi. Was ist das? Frische Luft. Frische Luft, frei von Giftstoffen. Oh. Onbu sagt, hier ist gemütlich. Oh. Hier, yeah, das ist schön. Leg dich mal schön schlafen. Thank you.
Sir Anbush schläft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dorfarzt. Vielleicht sollten wir wirklich doch mal hier langsam anfangen mit Kräuterlies anbauen. Ist vielleicht nicht so verkehrt, machen wir auch einfach mal. Dann machen wir hier vielleicht auch den Dorfarzt hin. Wo können wir dann sehen, wie viel Vertrauen Onbo in uns hat? Können wir das irgendwo sehen? Onbo Gesundheit 100%. Was ist das? Arbeit der Verwaltung. Ach so. Interessant. Das ist gut zu wissen. Forschung. Ja, die Sache ist halt, gucke mal an. Landwirtschaft. Das kann man nachher alles noch auseinanderbauen. Okay, Sägewerk, Steinbruch. Aha, erzeugt Holz durch Anbau von großen Baumstümpfen. Ach, Abbau. Ja. Mistsammler. Sammelt Dung von Onbo, der zur Herstellung von Biogas und Dünger verwendet wird. Das ist noch gar nicht mal so doof nachher. Onbo. Onbo Küche. Stellt Onbo Futter aus Pilzen her. Finde ich auch sehr interessant. Das muss auf jeden Fall gebaut werden. Nein, möchte ich nicht. Aber den Mistsammler machen wir auch nachher noch. Weil ich habe gesehen, damit kann man anscheinend Dünger herstellen nachher. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, was ist das? Prioritäten entfernen. Achso, Wohngebäude reparieren. Nahrungsgebäude reparieren. Gebäude der Ressourcen. Blablabla. Okay. Okay. Abrisswerkzeug, Deaktivierungswerkzeug, Prioritätswerkzeug, Endwerkzeug. Okay. Ne, alles klar, haben wir. Maisanbau. Nein, ich würde lerne, wie man Mais pflanzt und erntet. Mais ist sehr hitzebeständig und benötigt deswegen nur wenig Wasser, wächst aber dafür langsamer. Nee, ich möchte ganz gerne tatsächlich erstmal den Mistsammler machen. Das finde ich, glaube ich, ganz interessant. Können wir hinten nämlich am Poroshi, höchstwahrscheinlich, den Mist von Onbu aufsammeln, dass wir hier... Ich habe mich schon gewundert, wo das herkommen soll, der Kompost. Ich denke und vermute mal, das wird es sein. Ach, Onbu ist aufgestanden, okay. Oder steht auf. Onbu Galle kann im Labor weiterentwickeln. Was? Okay, Onbu Blut. Aber warum sollte ich das tun? Biogas. Kompost. Kompostiertes organisches Material. Guter Dünger. Klicken, um dann zu deaktivieren. Nein, braucht man nicht. Holzbrett, Steinplatte. Also, wir sollten vielleicht doch wieder anfangen, hier und hier einen einzusetzen. Ist das auch wieder ein paar vergiftete Nomaden? Nö, also das können wir, glaube ich, noch nicht. Also vielleicht. Die Sache ist, wir haben den Kräutergarten schon, ne? Dann, hoffentlich. Dann müssen wir noch den Arzt bauen und dann haben wir das eigentlich auch schon alles erledigt. Der Dorfarzt, das ist jetzt gerade in Planung, sozusagen. Vielleicht könnten wir das doch machen. Ich will ja auch keinen im Regen stehen lassen, das ist das ja immer, ne? Wir haben auch kaum noch Stein. Zuvor konnten wir uns gar nicht retten vor Stein. Jetzt haben wir kaum Stein. Vielleicht machen wir hier auch mal irgendwie zwei weniger. Dann haben wir nämlich mehr Leute, die dort ernten können. Genau. So zum Beispiel. Und dann haben wir wieder ein paar mehr Leute, die Steinplatten produzieren können. Beziehungsweise dann haben wir wieder Stein, aus dem man Steinplatten produzieren kann. So. So. Kräutergarten wurde errichtet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir machen hier mal ein bisschen Anbauflächen. Aber nur so ein bisschen, würde ich sagen. Ja, das reicht. Ich denke mal nicht, dass wir davon so viel brauchen werden. Wasser haben wir genug. Das ist sehr gut.
Haben wir hier... Oh, unser Wasserspeicher ist sogar voll. Und das Wasser ist auch bald voll. Okay. Da vorne sind die vergifteten Nomaden. Ich glaube, wir können die aber irgendwie nicht gesondert irgendwo unterbringen. Das heißt, die würden mit unseren ganz normalen Leuten hier irgendwie in Kontakt geraten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Das ist das Problem gerade. Ja, ich muss leider noch mal ein paar Bäume abholzen. So viel zu dem Thema, ich möchte das gar nicht. Ich möchte die behalten, aber ja. Oh, es regnet. Leichter Regen. Regen fällt auf Onboard und erhöht die Luftfeuchtigkeit. Okay. Das Problem ist... Mist. Wir haben, nicht so viel Speichermöglichkeit. Ich würde gerne das Wasser weiter sammeln, weil wer weiß, wo wir noch hinkommen. Aber da können wir auswählen, ne? Da ist eine Onbefutterstelle und da ist eine Onbefutterstelle. Okay, achso, der Regen ist auch schon vorbei. Aber da vorne kommen die Vergifteten nochmal. Ich weiß. Sehen wir die gleich auch auf der Karte? Also sehen wir die gleich hier vorne bei Onbo irgendwo? Ich glaube nicht. Oder da? Nee, doch nicht. Ja, Nomaden. Du bist auf eine Gruppe von Nomaden gestoßen, die nach einer neuen Heimat suchen. Einige von ihnen sind vergiftet und werden bald sterben. Wirst du sie in deinem Dorf aufnehmen? Kann ich das aufschieben? Kann ich aufschieben. Okay, ich habe 4 Minuten Zeit. Ja, ich weiß. Das Problem ist, wir brauchen... Gartenanbau. Lerne, wie du einfache Dekorationen... Nee, das finde ich gar nicht so interessant. Forschungsbau. Das wäre noch interessant. Automatischer Sammler. Dieses Gebäude arbeitet automatisch, aber Produktionsgeschwindigkeit ist um 25% reduziert. Verbesserter Trichter. Die Produktionsgeschwindigkeit dieses Gebäudes um 100%. Inventargröße. Okay. Interessant, interessant. Gartenanbau, Ressourcen. Onbu. Onbu-Küche. Weißt du was, das machen wir mal. Weil wer weiß, was da noch kommt. So. Ich bin mir nicht sicher, ne? Also, ich glaube, Ressourcen haben wir mehr als genug. Die Sache ist halt nur, vergiften die auch unsere anderen Leute? Da habe ich nämlich echt keine Lust drauf. Tja. Das ist das große Problem. Achso, warte mal. Und wir haben übrigens eine Kundschafterhütte. Dorfarzt. Ja, aber den Dorfarzt würde ich, glaube ich, als nächstes machen. Mistsammler. Ah, okay. Hier hinten geht nicht. Sondern es muss tatsächlich hier hinten gebaut werden, wie wir uns das schon gedacht haben. Ja, weißt du was, ich nehme sie mal auf und bin gespannt. Oh nein, die Nomaden haben sich deinem Dorf angeschlossen. Einige von ihnen sind vergiftet und werden bald sterben, wenn sie nicht von einem Dorfarzt geheilt werden. Gesunde Menschen, 2, traten deinem Dorf bei, 3 vergiftete Menschen traten deinem Dorf bei. Das Problem ist nur jetzt... wir haben jetzt nicht genügend Wohnraum, ne? Oh nein, und wir haben keine Ressourcen mehr, um den Wohnraum zu bauen. Oh nein. Ja, okay. Aber der ist vergiftet. Aber er arbeitet noch fleißig mit. Das ist gut zu wissen. Schwer vergiftet sogar. Okay. Tja, also 10 Steinplatten haben wir schon mal. 7 Holzbretter haben wir jetzt bisher nur. Ich hoffe, das werden noch mehr. 9.
Na los, bitte. Na? Wir müssen unbedingt den Arzt bauen. Aber das kann doch nicht so lange dauern. Was macht der denn da so lange? Oh. Okay, so, jetzt haben wir's. Ach nee, das war ja auch... Hier, das haben müssen wir gucken. Na? Können wir hier nochmal irgendwie zwei Leute dazufügen? So, machen wir's können. So, sehr gut. Achso, so. So. Und dann bauen wir hier den Dorfarzt hin. Ich würde sagen, wir bauen hier den Dorfarzt hin, oder? Mache ich einfach mal. Ich baue hier den Dorfarzt hin. So. Und dann bin ich mal... Achso, Unbuchfrist. Sehr gut. Und dann bin ich mal gespannt, was das denn bringt. Also wir haben schon mal Kräuter, das ist sehr gut. Wir haben aber immer noch so viele vergiftete Leute. Die müssen jetzt erstmal ihren eigenen Arzt bauen. Ja, aber das werden wir wohl nächste Folge klären. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ich sage Tschüss.